Ginster Katze. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi in Elfrücke gedreht. Die Ginster Katzen, Genetta, sind eine vorwiegend afrikanische Gattung der Schleichkatzen, Viverridae, mit rund 10 Arten. Nur eine Art lebt als einzige Schleichkatze überhaupt auch auf europäischem Boden, die Kleinfleck-Ginster Katze. Ginster Katzen haben einen langgestreckten Körper mit eher kurzen Gliedmassen. Das Gesicht ist durch die spitze Schnauze und die großen, runden Ohren charakterisiert. Ihr Fell ist meist beige oder grau gefärbt mit einem auffälligen schwarzen Fleckenmuster. Der Schwanz ist geringelt. Wie bei vielen gefleckten Raubtieren gibt es offensichtlich bei jeder Art eine einfarbig schwarze Morphe, Melanismus. Ginsterkatzen erreichen eine Kopfrumpflänge von 42 bis 58 cm, eine Schwanzlänge von 39 bis 53 cm und ein Gewicht von 1 bis 3 kg. Ginsterkatzen sind nahezu in ganz Afrika, dem südwestlichen Asien, arabische Halbinsel, sowie dem südwestlichen Europa verbreitet. Ihr Lebensraum sind sowohl offene Habitate wie Grasländer, als auch dichte Wälder. Ginsterkatzen sind nachtaktive Einzelgänger. Tagsüber schlafen sie in Felsspalten, in hohlen Baumstämmen oder in Bauen, die sie von anderen Tieren übernommen haben. Sie können sehr gut klettern, suchen aber ihre Nahrung überwiegend am Boden. Es sind territoriale Tiere, die ein Revier von bis zu 8 Quadratkilometern bewohnen. Die Reviere können sich mit Tieren des anderen Geschlechts überlappen, jedoch nie mit dem von gleichgeschlechtlichen Artgenossen. Sie können mit ihren Analdrüsen ein muschusartiges Sekret absondern, aber auch verschiedene Laute dienen der Kommunikation. Ginsterkatzen sind Allesfresser, die kleine Wirbeltiere, Insekten und manchmal Früchte zu sich nehmen. Manchmal klettern sie auf Bäume, um Vogeleier oder Jungvögel zu erbeuten, meist jagen sie aber am Boden, wobei sie sich aus einer Lauerstellung leise ihrer Beute nähern. Bis zu zweimal im Jahr bringt das Weibchen nach rund 56-77-tägiger Tragzeit 1 bis 4, meist 2 oder 3, Jungtiere zur Welt. Das Weibchen versorgt die Tiere, trägt sie im Maul umher und reinigt sie. Es verteidigt sie gegen alle Eindringlinge, selbst gegen ihren Partner, sollte der sich noch in der Nähe aufhalten. Ab dem 2. Lebensmonat nehmen die Jungen feste Nahrung zu sich. Mit rund 2 Jahren sind sie geschlechtsreif. Die Lebenserwartung ist nicht genau bekannt, Tiere in menschlicher Obhut können über 20 Jahre alt werden.